Hi, ich bin Peter und heute zeige ich euch, wie ihr euren Monitor richtig einstellt. Los geht's! Als Vorführmodell haben wir den TUF Gaming Monitor VG28 UQL1A, ein 28 Zoll 4K Monitor mit 144 Hz und HDMI 2.1. Daneben haben wir noch Fast IPS, HDR, eine Millisekunde von Grau zu Grau, G-Sync, FreeSync und Extreme Low Motion Blur. Letzteres bewirkt, dass ihr noch weniger Ghosting und Tearing habt. Zudem eignet sich der Monitor hervorragend für alle Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X, weil ihr habt hier native 4K und 120 Hz. Um ehrlich zu sein, habe ich mich vor diesem Video gar nicht mit den möglichen Einstellungen meines eigenen Monitors befasst, solange das irgendwie gut aussah, war ich damit zufrieden und so geht es wahrscheinlich auch den meisten von euch. Deswegen will ich euch anhand dieses Monitors mal die gängigsten und besten Einstellungen zeigen, wobei das natürlich auch irgendwie so ein bisschen Geschmackssache ist, aber fangen wir jetzt einfach mal an mit der Herzzahl. Wenn ihr einen 144 Hz Monitor habt, wollt ihr diese wahrscheinlich auch nutzen. Dazu geht ihr erstmal in das Monitormenü. Und jetzt sieht man auch direkt, wie der eingestellt ist. Hier ist nochmal das Modell, dann steht hier Racing Mode HDMI 1 Version 2.1, da ist jetzt gerade angeschlossen. 4K Auflösung bei 60 Hz. Das wollen wir natürlich nicht. Also gehen wir einfach mal auf Übertakten, gehen auf Ein. Dann bootet der Monitor einmal neu. Und der steht jetzt schon auf 144 Hz. Sollte das nicht der Fall sein, geht ihr nochmal in die Übertaktung rein und stellt die maximale Aktualisierungsrate auf 144 Hz. Der Monitor ist jetzt bereit für die 144 Hz. Jetzt müsst ihr eurem Computer noch sagen, dass er diese auch verwenden soll. Dazu einfach rechte Maustaste auf dem Desktop, Anzeigeneinstellungen und dann bei eurem Monitor relativ weit unten erweiterte Anzeigeneinstellungen. Und da habt ihr dann nochmal den Monitor und ihr seht, der steht jetzt hier auch schon auf 144 Hz. Aber falls das nicht der Fall ist, könnt ihr das Ganze hier nochmal umstellen. Weiter geht es mit einer Technologie, die es sich auf jeden Fall lohnt zu aktivieren. NVIDIA's G-Sync oder AMD's FreeSync. Dabei synchronisiert der Monitor seine Bildwiederholrate mit den FPS der Grafikkarte, was Tearing verhindert und für ein optimaleres, flüssigeres Bild sorgt. Als Beispiel, das Spiel hat jetzt 90 FPS, dann hat der Monitor auch 90 Hz. Aktivieren müsst ihr das zuallererst im Monitor. Dort habt ihr FreeSync Premium Pro, steht hier schon auf ein, aber das müsst ihr dann anmachen. Im Anschluss geht ihr in eure Grafikkarten-Systemeinstellungen. Das ist meistens im Infobereich ein kleines Symbol, hier in dem Fall von Nvidia, wo ihr dann die Einstellungen eurer Grafikkarte vornehmen könnt. Und da könnt ihr auch G-Sync einrichten und das machen wir jetzt mal. Dazu einfach auf G-Sync einrichten klicken, dann hier nur einen Haken rein. Jetzt könnt ihr auswählen, wenn ihr nur im Vollbildmodus spielt, lasst ihr das einfach drin. Falls ihr auch Fenster und Vollbildmodus nimmt, dann könnt ihr das zweite aktivieren. Und ihr solltet hier unten auch noch einen Haken setzen, damit alle Einstellungen auch so sind, wie ihr die vorher gesetzt habt und geht dann auf Übernehmen. Dann bootet der Monitor auch nochmal ganz kurz neu. Und dann habt ihr auch G-Sync schon aktiviert. Und noch ein kleiner Tipp, stellt die maximale Wiederholrate im Spiel immer auf die maximale Wiederholrate eures Monitors ein. Also in dem Fall jetzt 144 Hz. EMLB ist Extreme Low Motion Blur Sync Technologie. Zur Entfernung von Bewegungsunschärfe, um das Bild klarer und glatter zu machen. Dabei wird nach jedem Bild ein Schwarzbild eingefügt. Dadurch wird die Bewegungsunschärfe verhindert, macht die Anzeige im Gesamten aber dunkler. Deswegen solltet ihr hier je nach Spiel einfach mal testen, ob es sich lohnt oder nicht. Aktivieren könnt ihr das ebenfalls wieder im Monitor. Dort habt ihr nämlich einen Punkt ELMB, ELMB Sync. Und dort könnt ihr das Ganze dann aktivieren. Jetzt sieht man auch, das Ganze ist ein bisschen dunkler geworden. Und ihr könnt bei den Asus-Monitoren ELMB mit FreeSync oder G-Sync verbinden oder beziehungsweise kombinieren und habt dann eine absolut flüssige Darstellung ohne Bewegungsunschärfe. Und das Flackern, was ihr jetzt in der Kamera seht, das kann ich mit bloßem Auge nicht erkennen. Kommen wir jetzt zu Shadow Boost. Shadow Boost macht dunkle Bereiche in der Spielwelt besser erkennbar, ohne dabei die hellen Bereiche überzubelichten. Eignet sich besonders gut für Shooter, damit ihr auch den letzten Gegner in der dunkelsten Ecke erkennen könnt. Das gibt es auch wieder in mehreren Stufen, da müsst ihr ein bisschen rumspielen und gucken, was euch am besten gefällt. Hier sieht man aber ganz schön, bei Stufe 1 wird der Bereich hier um diesen Strich schon alleine ein bisschen heller. Dann haben wir Stufe 2, 3 oder er macht das Ganze dynamisch. Und wenn ich jetzt auf dynamisch gehe, dann wird der Teil hier unten ein bisschen heller und der Bereich wird wieder dunkler. Achte mal drauf. Also da müsst ihr dann auch gucken, was für euch da irgendwie am besten passt. Wo wir gerade wieder im Menü sind, ich zeige euch mal eben die Game Visuals. Das sind Presets von Einstellungen, die ihr quasi wechseln könnt, je nach Belieben.
oder aber auch selber einstellen könnt. Also ihr müsst die Presets nicht nehmen, ihr könnt die Presets aber benutzen, um die weiter zu verändern. Ihr habt einmal den Landschaftsmodus, ideal um Fotos zu zeigen, dann den Rennmodus, die Standardeinstellung bei Asus-Monitoren, eignet sich unter anderem ideal für schnelle Rennspiele, aber auch gut für die meisten anderen Games. Dann haben wir noch den Kinomodus, natürlich zum Filme gucken. Den RTS-RPG-Modus bringt die Farben bei Strategie- und Rollenspielen optimal zur Geltung. Weiter geht's mit dem FPS-Modus, wie der Name schon sagt, für alle Fans von schnellen Shootern. Dann den sRGB-Modus, vor allem für die interessant, die Fotos bearbeiten möchten. Und den MOBA-Modus hebt unter anderem bei League of Legends die Healthbar deutlich hervor und schwächt die Farben der Umgebung ab, damit man sich optimal auf das Spielgeschehen konzentrieren kann. Und was ich meinte mit, ihr könnt das Ganze noch einstellen, ist, ihr könnt zum Beispiel in den Kinomodus gehen und dann geht ihr hier auf die Farbwerte und dann könnt ihr Farbtemperatur einstellen, Gamma, Sättigung, Hautton und je nachdem, in welchem Preset ihr seid, könnt ihr halt mehr oder weniger einstellen. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist aber auch wieder die eigene Vorliebe, welchen Modus man davon bevorzugt. Ich habe eigentlich immer alle meine Monitore auf Rennmodus, weil ich da irgendwie die Farbwerte irgendwie am coolsten fand. Dann haben wir noch einen im Monitor integrierten Blaulichtfilter, den ihr auf verschiedene Stufen einstellen könnt. Also gerade wenn man kurz vorm Einschlafen noch am PC sitzt, kann der blaue Lichtanteil das Einschlafen erschweren. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer blau eingestellte Monitore, also mein Blaulichtanteil ist sehr, sehr hoch, will ich mal behaupten. Bei mir ist das absolut egal, aber der ein oder andere reagiert vielleicht ein bisschen empfindlicher darauf. Dafür ist der Blaulichtfilter, den gibt es halt auch in mehreren Stufen, wie ihr gerade gesehen habt, und dann wird der Blaulichtanteil reduziert, was allerdings auch die Farbwerte verändert. Müsst ihr auch wieder ein bisschen mit rumspielen, vielleicht seid ihr aber auch komplett, also vielleicht ist es bei euch wie ähnlich wie bei mir, komplett egal, aber falls ihr es braucht, habt ihr es mit im Monitor integriert. Und was ich auch noch sehr, sehr cool finde, ist das Asus Display Widget. Damit könnt ihr eine Vielzahl von Monitoreinstellungen vornehmen, ohne in das eigentliche Monitormenü zu gehen. Hier kann man auch nochmal alle Presets durchgehen und ganz komfortabel einstellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt ganz gerne rein, was ihr noch vermisst habt in diesem Video oder vielleicht habt ihr das ein oder andere vergessen zu erwähnen. Deswegen in die Kommentare damit und auch wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr und bis zum nächsten Video. Tschüss!